Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, haben Sie wieder eingeschaltet bei Kochspass bei Russo. Heute gibt es einen Klassiker. Fisch, und zwar was für einen? Eglifilet, den Schweizer Fisch, und zwar im Bierteig. Den machen wir mit einer schönen Sauce Tartar, Safranherdöpfel und dann noch Bohnen im Speckmantel. Dort nach viel Arbeit. Ist aber halb so wild, das werden wir zusammen machen. Ihr habt sicher schon alle Zutaten parat. Ihr wisst ja, kenwoodclub.ch, da könnt ihr Rezepte wie immer oben runterladen. Oder wenn ihr mal eine Folge verpasst habt oder die eine oder andere, könnt ihr sie auch nachschauen. Aber jetzt legen wir los, und zwar gerade mit den Safran-Herdöpfeln. Schaut, für das habe ich jetzt da schon mal 3 Herdöpfel geschält. Und zwar sind das festkochende Herdöpfel. Die eignen sich super. Zum Beispiel zum Bratherdöpfel machen, Salzherdöpfel machen. Was jetzt da nicht geht, ist, wenn man einen Gratin würde machen oder zum Beispiel einen Herdöpfelstock, weil da fehlt eindeutig die Stärke. Dann müsst ihr mehlig kochende Herdöpfel nehmen. Ich mache jetzt da gar nicht zu viel, und die könnt ihr wirklich in nicht zu kleine Stückchen schneiden, etwa so. Das langt jetzt gerade mal für etwa 1-2 Personen, und die kochen wir jetzt kochen, und zwar im Salzwasser. Da kocht schon mal Wasser. Da tue ich jetzt gut salzen. So. Und jetzt tue ich den Safran direkt rein. Übrigens, es gibt auch Schweizer Safran, und zwar aus dem Wallis. Ist natürlich wie jeder Safran nicht ganz günstig, aber ich finde, die Schweizer Produkte sollten wir ein bisschen mehr unterstützen. So. Safran geht rein, und das Wasser verfärbt sich jetzt extrem rot. Und natürlich, das Aroma ist genial. Alles drin, nichts vergeuden. So. Und jetzt könnt ihr die Herdöpfel einfach drin tun und weich kochen lassen. So. Et voilà. Und da kann jetzt nichts mehr passieren. Das kocht vor sich hin. Was wir jetzt machen, ist die Sauce Tartar. Dann nehmen wir eine Schüssel, und natürlich Hauptbestandteil ist Mayonnaise. Und da braucht es jetzt halt eine Soße auf Mayonnaise-Basis. Das passt ausgezeichnet. Da dürfen wir jetzt also nicht sparen. Genug Mayonnaise drin. Was gehört sonst noch dazu? Ein hartgekochtes Ei. Das habe ich also im Ruhezustand ins kalte Wasser rein da und etwa 15 bis 20 Minuten dann aufgekocht. Das heisst, das ist jetzt wirklich gut. Man muss es nicht immer gerade ins kochende Wasser tun, weil oftmals gehen sie kaputt. Das heisst, ich könnte das auch ins kalte Wasser tun, aufkochen lassen und dann, wenn es kocht, nochmal etwa 10 bis 15 Minuten. Da seht ihr, ich kann es ganz grob hacken, das muss man gar nicht zu fein, weil es ist ja Homemade Soße. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Essiggürkli. Die schneidet ihr auch in kleine Stückchen schneiden. So. Relativ fein. Und ihr wisst, es ist eine Live-Sendung. Ihr habt die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen im Kommentar. Das ist also jederzeit möglich. Ich tue es so gut, wie es geht, beantworten. Jetzt haben wir da die Gurken gehackt. Und zwar wiederum auch nicht ganz fein. Ich habe gerne, wenn es noch ein bisschen Struktur hat, die Soße. So. Nicht vergeuden. Jetzt tun wir das Ganze mit ein bisschen Zitronensaft abschmücken. Das gibt eine schöne Säure. Die möchten wir haben. Und die Blättchen, da sieht man halt Bioqualität. Das finde ich etwas Cooles. Gibt man ein bisschen Zitronensaft dazu. Dann ein bisschen Senf. Unbedingt. Voilà. Und damit es cool noch aussieht, habe ich hier gehackte Peterli. Und für die, die es nicht wissen, Peterli hat unglaublich viel Vitamin C. Also tun ein bisschen genug Peterli da drin, das mache ich auch. Und natürlich hat es den Vorteil, es hat eine ganz coole Farbe. Jetzt rühren wir das Ganze mal. So. Und dann sieht das nämlich schon mega cool aus. Jetzt ist es noch extrem fade Angelegenheit. Ich tue natürlich jetzt gut salzen und pfeffern. Und dann haben wir schon eine Homemade Soße innerhalb von 2 Minuten gemacht, die zu diesen Eglifilet nachher ganz hervorragend passen tut. So, die tue ich mal auf die Seite, weil jetzt geht es weiter an die Eglifilet. Eglifilet kommt in ganz Europa vor,
in der Schweiz natürlich auch. Sie bevorzugen stilles Gewässer, aber auch in Flüssen kann es Egli geben, wo es ein bisschen Trieb hat, aber nicht allzu fest. Und Egli-Filet natürlich Wildfang am besten. Ich war jetzt gerade bei einem grossen Discounter und habe von einer Zucht gekauft, Schweizer Zucht, das ist vorbildlich, super, aber 82 Franken das Kilo. Füttert die Egli mit Diamanten oder Goldnuggets? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt meine gerade bei der Familie Brastler geholt. Die holen es wirklich am Morgen im Zürichsee und dann kommt man es massiv günstiger rüber. Also geht gerade zum Fischhändler, wenn ihr den Nähe einen habt. Nicht nur qualitativ ist es besser, sondern auch fürs Portemonnaie. Da sind es. Die Egli-Filet. Und zwar tue ich jetzt die Würze mit etwas Salz. Da gebe ich jetzt keinen Pfeffer dazu. Ich will da jetzt keinen Pfeffer haben. Und jetzt kommt der Bierteig. Der Bierteig solltet ihr schon gemacht haben. Und zwar geht der ja etwa eine halbe Stunde, weil man ihn quellen lässt. Schaut, da rein ist er. Es ist ganz einfach. Ich habe Mehl und Salz drin. Und nachher in einer separaten Schüssel das Eigel mit dem Bier zerquirlt. Alles gemischt, bis es einen schönen, feinen Teig gegeben hat. Und nebenbei habe ich das Eiweiß geschlagen. Das tue ich jetzt noch mal schnell ein bisschen aufschlagen. So. Weil das kommt jetzt à la minute noch rein. Mit einem Gummischaber alles rein tun. Und dann wird nämlich, das ist der Trick dabei, der Bierteig extrem luftig. Das tue ich jetzt mit einem Schwingbesen ein bisschen verrühren. Und dann haben wir hier einen erstklassigen, hausgemachten Bierteig. Es gibt auch Bierteig zum Kaufen. Macht das nicht. Ein Bierteig ist so schnell selber gemacht. Ihr habt es gesehen. Zutaten kosten 2 Franken. Und dann haben wir hier einen Bierteig, der für etwa 4 bis 6 Personen locker langt. Und nochmal schnell schauen. Schaut mal, wie luftig das ist. Das ist auch, wie wir jetzt die Eier quellen lassen haben. Gut. Oh, der Lorenzo und der Luca haben mir geschrieben. Zio, das sind meine Neffen. Du machst das mega gut. Ich grüße euch die Hause beim Zuschauen. Schön, macht ihr mit. Und ich hoffe, ihr habt den Fisch jetzt auch parat. Gell? Jetzt wird nämlich nachgekocht. Die Herdöpfel schnell nachschauen, die kochen immer noch weiter und jetzt tun wir die panieren, während ich das mache. Vielleicht ganz schnell tun ich da noch Temperatur einstellen vom Herd. Das mache ich jetzt heiß. Gebe Sonnenblumenöl dazu, man kann aber auch Rapsöl geben und bitte gebt genug drin. Es ist paniert im Bierteig und das darf also wirklich schwimmen. Fisch schwimmen die ja sowieso, die sollen also auch im Öl schwimmen. Voilà. Und für was habe ich den Speck? Das ist jetzt für die Bohnen. Jetzt, es gibt normale Bohnen, die habe ich jetzt auch getestet alles. So kennt man es, Bohnen im Speckmantel. Ich habe gedacht, weißt du was, für euch mache ich jetzt etwas Spezielles. Und zwar habe ich da Coco-Bohnen. Die Coco-Bohnen habe ich vorgekocht. Sie sind viel breiter als die normalen Bohnen, brauchen aber auch länger zum Kochen. Zum Essen habe ich die viel, viel lieber. Und da mache ich jetzt ein Speckbündel. So. Da kann man einen Speck nehmen oder zwei. Ich nehme jetzt mal einen. Ich muss ein bisschen auf die Linie schauen. Und jetzt tun wir das einwickeln. Voilà. Und das Ganze tun wir jetzt in der Bratpfanne braten. Was glaubt ihr, welches Öl müssen wir nehmen zum Anbraten? Sonnenblumenöl, Olivenöl, Rapsöl? Egal was ich sage, es wäre leider falsch, weil da haben wir Speck dran und deshalb braucht es keinen Fettstoff. Speck ist ja Bauersfett und zwar können wir das jetzt einfach da rein braten. Ihr seht da, warte, ich muss ein bisschen über, ich kann das rein. Das nächste Mal nehme ich vielleicht ein bisschen, eine kleinere Pfanne habe ich jetzt nicht gehabt. Aber das Speckbündel fühlt sich ganz wohl in dieser Pfanne. Gut, gehen wir weiter zu der Egli-Filet. Die heissen übrigens auch Flussbarsch, ist eine Barschsorte. In jedem Gebiet heisst es anders. In der Schweiz eigentlich nur Egli. Was glaubt ihr, wie heissen die am Zürichsee? Könnt ihr bitte ins Kommentarfeld rein tun und dann wollen wir schauen, ob es richtig ist. So, bei mir kann jetzt hier einen kleinen Stromausfall. Gerade mal schauen, wo da die Sicherung ist. Aber das ist halt bei einer Live-Sendung so. Kann ich jetzt da nicht mehr machen. Die Sicherung ist draussen.
Aber ich tue da probiere jetzt weiterzumachen. Und jetzt sind alle am Rennen. Ja, das kann passieren. In jeder guten Stube, die Hei, kann plötzlich die Sicherung rausgehen. Ich habe jetzt da gerade mal zwei Herdplatten, Cooking Chef am Laufen, dann noch Dixel Titanium. Das braucht natürlich ein bisschen, ich bitte um ein bisschen Geduld. Wir gehen da jetzt gerade überbrücken. Zuerst melieren wir die mal ein bisschen melieren. So. Gut. Voilà. Wichtig ist, dass die trocken sind, die Egli-Filet, nicht feucht, weil sonst klebt dann das Mehl nicht dran. Und so sieht das dann aus, wenn es meliert ist. Nicht zu grosse Klümpel dran haben. Und nachher werden die in Speckmantel da. In Speckmantel, natürlich im Bierteig und braten. Jetzt mal schauen, ob es genug heiß ist. Da kann ich euch vielleicht noch eins zeigen. Man tut das rein. Ab. Streifen, so, und dann kommen sie in die Pfanne. Und schaut mal, es bratet jetzt schön, es hat genug Restwärme. Mal schauen, hoffentlich klappt das. Ist natürlich ein bisschen zu wenig heiß, aber man muss halt manchmal auch ein bisschen Glück haben. Ich glaube, das kommt gut. Das müssen wir uns einfach vorstellen, dann, dass das fertig ist. Die Salzherdöpfel, die sind aber fast gut. Und da zeige ich euch noch schnell, habe ich Butter schon vorher ein bisschen flüssig gemacht, weil da rein kommen jetzt die Salzherdöpfel. So. Salzherdöpfel ab in Butter. Die sind weich. So wie es muss sein. Und da mache ich jetzt gar nichts, da schwenke ich ein bisschen. Tun ein bisschen salzen. Wir haben zwar schon im Wassersalz gehabt, aber das ist ganz egal. Ein bisschen pfeffern. Und fertig sind die Salzherdöpfel. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Egli-Filet geht. Der quält sich ein bisschen in dem nicht ganz heiß, aber ja, das kommt gut. Sie sollten vielleicht noch ein bisschen goldbrauner sein, aber das tue ich jetzt. Das können wir uns dann denke, wie das etwas aussehen. Voilà. Gut, dann würden wir nämlich dann schon anrichten. Jetzt haben wir da die Salzherdöpfel. Und schauen mal das Färbchen an. Ein Traum. So soll das nämlich aussehen. Und sie sind auch mega fein. Und für all die, die nicht glauben, dass sie schon weich sind, da seht ihr, sie sind also gut weich. Voilà. Dann kommt jetzt das Bohnenbündel. Jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, der Speck da ist sehr knusprig. Das sieht alles schön glänzend aus. Das tue ich jetzt so anrichten. Ja, manchmal muss man halt ein bisschen Fantasie haben. Und dann kommt das Egli-Filet. Und für das tun wir in Papier noch ein bisschen abtrocknen. So. Das nennt man jetzt Niedergard. Muss halt etwas sagen. Nein, es ist natürlich jetzt zu wenig. Da müsst ihr euch vorstellen, dass das Egli-Filet im Bierteig ein wenig goldbrauner ist. So, aber es sieht immer noch gut aus. Und manchmal, ich sage immer, der Fisch muss glasig sein. Da ist jetzt innen halt richtig glasig. Man kann sogar vielleicht sagen, es ist halb Sushi-Egli. Aber es ist trotzdem noch mega fein. Was ich jetzt hier daran gebe, ist ein bisschen Microleaves, dass es auch wirklich cool aussieht. So, dann von dieser feinen Soße, wo haben wir die? Die haben wir da. Da tun wir jetzt auch ein bisschen drauf. Und zwar einfach nebenbei einen Tupfen. Und dann haben wir einen Teller, der mega ist. Ja, haben da die Probleme wahrscheinlich nicht, aber wir sind flexibel. Das muss man sein. Es ist jetzt die 14. Sendung, da darf mal so etwas passieren. Ich muss mich entschuldigen für den Stromausfall, aber ich habe jetzt tatsächlich
es fast zu gut gemeint. Ich habe mega viele Sachen eingeschaltet. Tja, bei einer Live-Sendung kannst du nicht plötzlich dann den Schalter umkehren. Wir wissen nicht, wo der Sicherungskasten ist. Aber nichtsdestotrotz, es hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Die nächste Sendung mit genug Strom am Dienstag, 26. Mai. Und dort gibt es dann einen Schweizer Klassiker, Alpler Macaronen. Also mit hausgemachtem Äpfelmus. Das heisst, es lohnt sich einzuschalten. Wettbewerb wisst ihr natürlich Bescheid. Kenwoodclub.ch. Wieder den Stabmixer zum Gewinnen. Ich schalte jetzt nicht ein, sonst löscht dann alles noch ab. Das wollen wir nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und einen schönen Abend noch. Ciao zusammen. Thank you.